Schilber Truffer, es sieht sehr gut aus für Tester, aber Kolber Motto, ihr von der SBU wollen. Seid sicher zufrieden? Wir sind sicher sehr zufrieden mit dem Ergebnis, was Tester bis jetzt macht. Und ich glaube, es wird sich in dem Maße jetzt weiterentwickeln. Wir sehen etwas über 50% sind uns gezählt. Die Tester ist sehr gut unterwegs, zeitweise sogar vor dem Herrn Dorbele. Und das ist doch eine kleine Überraschung für uns, aber wirklich sehr positiv. Ja. Was hat das Gefühl? Was hat das für einen Ausschlag gegeben als Resultat? Im Oberwolles haben wir auf Tester Weber und auf Roberto Schmidt gesetzt, oder? Die Tester ist überpartielich getreut worden. Das hat man auch gesehen, dass es ein Versprechen war, was abgegeben hat, die Parteipräsidenten. Das zeigt sich jetzt auch, dass das so läuft. Und Roberto Schmidt ist eine Wahlkampfmaschine. Das ist eine Wahlmaschine. Es verwundert mich jetzt nicht, dass der wirklich im zweiten Wahlgang zuvorderst ist. Was sagen Sie zum Abschneiden von Rossini? Ist jetzt doch ein bisschen abgeschlagen auf dem letzten Platz? Der Rossini, so wie ich jetzt im Moment sehe, hat er das Potenzial von der SP Oberwallis abholen und einfach nicht mehr. Im Oberwallis, im Unterwallis müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten. Es kommen noch ein paar grosse Gemeinden. Aber ich glaube, das wird sich für unser Resultat nicht mehr gross ändern, dass er auf Platz 6 oder 7 wird bleiben. Also die Staatsräte werden immer noch im Oberwallis gemacht, auch die SP Staatsräte vor allem, oder? Dem Rossini ist wahrscheinlich zum Verhängnis gekommen, dass einfach zu alles Erfolg nicht zwei SP-Staatsräte wollen. Was sagen der zum Kampf um Platz 5 Oskar Freisinger, Frederik Pfaff? Sehr spannend. Sehr spannend. Ich habe vor ein paar Leute noch gesehen hier von der PLR. Die sind natürlich erfreut, sind ein bisschen nervös. Jetzt kommt noch die ganze Talgemeinde, die hier im Unterwall ist, wo die FDP, die PLR sehr stark ist. Und die, ich glaube, noch gibt es und die kennt einfach der Freisinger. Könntet ihr mit dem Label FDP, SVP, SP und 3C-Partie im Staatsrat? Also es geht ja vor allem um die Leute, die da gewählt kommen. Und das wäre nachher eine Regierung, die für das Wallis arbeitet. Und ich könnte sicher sehr gut mit dem Label, ja.